Man darf angreifen. Alles klar, Klingon. I'm sorry. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SkyTech. Wir sind zurück auf dem Server, haben Haste 2 und Klingon ist da. Oh Gott, wir haben die meisten Tode. Will ich Klingon töten? Das ist hier die Frage. Alter, aber was geht ab? Wieso habe ich Haste 2? Von was kommt das? Kommt das von dem hier? Nein. Wo kommt das wirklich her? Ach lol, wir haben Beacons. Oh cool. Und lol, so viele Goldblöcke. Daher. Aber warum haben wir denn nur Haste? Da sollte ja mehr rauskommen. Verstehe ich nicht. Egal. Ich weiß nicht, soll ich Klingon töten gehen? Beziehungsweise kann ich ihn töten gehen. Es haben noch Leute geschrieben, ich soll mal das versuchen anders zu craften. Den Quantum Helm. Und zwar mit einem Reinforced Glass, also den Nanosuit Helmets. Wieso haben wir das nicht mehr? Warum sind da keine mehr von den Carbon Plates drin? Da haben wir auch nichts mehr von. Haben wir denn noch Coal Dust? Haben wir noch. Wird nur wieder nicht funktionieren. So. Gut, dann brauche ich noch mehr Kohle. Ich glaube, da habe ich letztes Mal eh noch was reingetan in den Pulverizer. Genau. Gut, dass ich das immer mache, wenn ich da was rausnehme, dann habe ich auch immer was auf Reserve. So. Zack. 11 Stück, okay. Machen wir mal 10 daraus. Tun wir das weg. Ich weiß nicht, ob ich Gengar töten gehen soll. Weil der war jetzt ja eine Zeit lang auf Urlaub und irgendwie ist es asozial, oder? Aber andererseits, Kill is Kill. Und Kills sind wichtig und cool. Warum ist meine Plattform weg? Ah, die ist eh da, okay. Hat nur nicht geladen. Hab mir gar schon Sorgen gemacht. So, dann kommt das mal hier in den Kompressor. Läuft der Extractor? Der läuft tatsächlich. Aber er hat kein Wasser. Das bedeutet, wir setzen das mal neu, so. Und jetzt arbeitet der auch wieder. Lauf Extractor. Das wird dann langsam die Kiste, dann können wir wieder nachlegen. Arbeitet der hier? Nein. Man muss immer so viel machen hier, das ist nicht normal. So. Zack, läuft. Haben wir noch Cobble jetzt? Nein, das geht unten alles weiter. Viele haben mir noch geschrieben, ich soll unten statt die Cobblestones direkt reinzutun, Cobblestone Slabs machen. Das kann ich machen. Werde ich auch machen. Allerdings nicht mit einem Autocrafting Table, sondern wieder mit so einem. Keine Ahnung, wie das Teil unten heißt, muss ich schauen. Das, was ich schon für den Scribe verwendet habe, weil der Autocrafting Table dauert zu lange. Der ist viel zu langsam. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte noch hier die Sachen. Ich wollte es mal kurz testen mit einem Reinforced Glass. Das haben nämlich viele geschrieben, dass ich das so machen soll. Haben wir denn einen Energy Crystal jetzt? Nein, haben wir nicht. Das heißt, ich brauche Diamond Dust. Und. Oh, wir haben Diamond Dust. Ah, keine Diamond Chestplate, Diamond Dust. So, dankeschön. Redstone. Zack, 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 zack. 9 Energium Dust. Alles gut. Dann damit. Soll er schnell kompressen. Ich weiß gar nicht, wie es unten mit dem Iridium aussieht, aber wir dürfen eine Menge wieder haben. Ich schau mal ganz kurz hier oben. Wie sieht es hier mit Iridium aus? 9 Stück, alles klar. Läuft. Das kommt da rein. So. Und jetzt machen wir nochmal den Nanohelm. Und jetzt noch Reinforced Glass. Nein, das ist es auch nicht. Also das funktioniert auch nicht. Das ist sehr schade. Liegt anscheinend am Server. Wobei, ich kann es jetzt nochmal versuchen. Ob das geht, mit den Night Vision Goggles. Ah, das hier ausziehen, das kommt da rein. Nein. Nein, geht nicht. Und mit Glas. Weil das ist anscheinend ein Bug beim Server, der noch nicht gefixt wurde, bedauerlicherweise. Aber kann man nichts machen. Ich weiß nicht, soll ich Klingon töten gehen? Ich habe so viele Sachen, die ich verlieren könnte. Aber andererseits denke ich mir halt einfach nur YOLO. Wie ist das? Oh mein Gott, was hat sie hier denn getan? Ganz viele Essence-Blocks. So. Auf geht's. Ich muss mal ein bisschen Action machen. Wobei, ich darf den gar nicht töten, ne? Wenn doch, einer hat, den hat nämlich ein Buch. Aber ich weiß nicht, wer das Buch hat, aber jemand hat ein Buch. Und deswegen darf ich die töten, weil die ein Buch haben. Nur warte mal, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, inwiefern ich den töten darf. Deswegen schaue ich nun zur Sicherheit mal nach, nicht, dass ich jetzt einen Regelverstoß gehe.
EG. So. Wir haben da nämlich ein Dokument, wo alles genau drinnen steht. Das muss ich jetzt ganz kurz live machen, weil ich auch sicher gehen will, dass ich keinen Regelverstoß mache und ich habe gerade keine 60 FPS. Ah, so, jetzt. 120 direkt. Ich muss immer einen Screenshot machen, das ist so dumm. Okay. Also. Wo ist das? Kampf und Battle. Es kann jederzeit angegriffen werden, sich mit dem Kampf ausloggen ist verboten, ja. Aber es gibt da noch extra Regeln, oder? Oder etwa nicht? Aha. Anscheinend nicht. Es kann jederzeit angegriffen werden. Basen, Startinseln. Man darf nichts aus Kisten nehmen, nichts griefen, man darf nicht beschädigen. Man darf angreifen. Alles klar, Klingern. I'm sorry. So, wo muss ich hin nochmal? Da vorne. Jetzt kommt der Angriff. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wo der wohnt. Oh mein Gott, was zum Teufel ist das? Lol. Nein, er hat sich ausgelockt. Oh Mann. Wo war er? Hat er schon 20 Minuten aufgenommen? 12.36 Uhr hat er gepostet. Och Mann. Scheiße. Ich dachte, ich krieg den jetzt. Kann man nichts machen. Dann nächstes Mal. Das wäre jetzt mein erster Kill gewesen. Schade. Nun ja, kann man nichts machen. Gehen wir wieder zurück. Whoop. Hey, ein End. Pam, ein toter End. So. Nee, da gehöre ich nicht hin. Wo war denn unsere Außenposten-Dingens hier nochmal? Hier? Debitor Space, nee. Aber hier irgendwo war das auf jeden Fall. Wo? Gott, wenn ich jetzt nicht nach Hause finde, ne? Ich muss dieses Portal wiederfinden. Wo war dieses orangene Portal? Scheiße. War das hier hinten? Mann, ist das dein Ernst? Jetzt komme ich nicht nach Hause, weil ich das nicht finde. Da ist das Portal, das heißt, hier ist irgendwo die Base. Zum Glück, da haben wir sie. So, na. Und nach Hause. Das leckt erstmal. So, okay. Was haben wir hier? Ah, okay, ein kleines Feld. Von Magical Crops. Ich frage mich, ob es hier irgendwo runter geht, hier. Nein. Weil ich ja irgendwie zum Yu-Yu-Matter hin muss. Aber es sieht nicht so aus, als ob hier was wäre. Tempel-Teleport-System 1 bis 6, okay. Ne, da geht's anscheinend nirgends zum Yu-Yu-Matter. Das bedeutet, ich gehe mal kurz nach oben. Und nehme einfach den manuellen Weg nach unten. Denn ich will jetzt noch das machen, dass sich das craften lässt. Hopp. Da schauen diese Bricks durch, okay. Scrapboxen gehen jetzt wieder ganz gut. Das läuft alles wunderschön. Was? 22 Iridium Ore? Ich habe mal 2 Tage nicht aufgenommen und da ist 22 Iridium Ore drin. Oh mein Gott. What the fuck? Okay, aber ich brauche auf jeden Fall noch. Also ich will das auf jeden Fall. Man kann die Kiste nicht mehr öffnen jetzt. Ich muss auf jeden Fall noch so ein Teil hier craften. Einen Cyclic Assembler. Der das Ganze zu Slabs macht, dann kriegen wir mehr Scrapboxen raus. So. Übrigens, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, sorry, ich habe das Fenster offen, weil es ist ziemlich heiß. Was mache ich denn? Ich bin so dumm. Cyclic Assembler. So, dann haben wir da mal, machen wir mal. Machine Frame als erstes. Zack. Und nehmen wir den wieder her, dann gehen wir da, machen wir das Teil hier. Zack. Dann gehen wir wieder hier rein, dann machen wir nein, falsches Gear. Das von Thermal Expansion, bitteschön, danke. 1, 2, wieder rein. 1, 2 und wieder rein, so. Und Kiste haben wir sowieso, gut. Können wir den jetzt craften, wunderbar.
Was ich jetzt gerne noch hätte, wäre noch ein Magmatic Dynamo. Da haben wir sogar noch welche, sehr schön. Weil das Teil muss ich auch irgendwie powern. Und dann brauche ich noch eine Blueprint. Oder Schematic heißt das, glaube ich. Ne? Wie heißt denn das Teil? Ah, ich setze das mal kurz, damit ich schauen kann, wie das heißt. Ich hab's falsch geschrieben, ich bin dumm. So. Nein, Schematic, so, jetzt aber. Was, wir haben kein Papier mehr? Okay, Sugarcane haben wir noch. Na, geh weg. Machen wir mal ein bisschen Papier. Falsch rum. So. Okay, wunderbar. Dann machen wir jetzt mal eins davon. Und jetzt brauche ich dann Cobblestone. So, 5 Cobble reicht fürs Schematic. Ab nach unten wieder. Sehr schön, gefällt mir. Wie machen wir das? Da würde ich einfach das hier dann ändern. Da war ein Server drin, okay, egal. Dann kommt das jetzt einfach hier hin. Und ich hoffe, dass rechts ist jetzt ein Input. Nein. Rechts ist ein Input. Da sollen aber keine Scrapboxen rauskommen, sondern das Schematic muss ich hier jetzt ändern. Und zwar kommt das hier mal so rein und... Nein, warte mal, wie ging das nochmal? Ah ja, genau so. Das muss so hin und dann hier... Cobblestone. Ah, Blödsinn, das muss ich ja halt auf... Was tue ich denn hier? Bin ich komplett behindert jetzt? So. Aber jetzt habe ich das für die Cobblestone schon mal. Das kommt dann da wieder rein. Sehr gut. Das muss weg. Das ist nämlich falsch am Platz hier. Da muss ich das Item Duct wieder hin tun. Drehen. Das geht ja auch so raus. Da brauche ich den Servo gar nicht. Das Teil muss nämlich hier oben hin. Nur wie machen wir das, ist die Frage. Ich kann hier sicher hinter Platz machen. Ja? Das geht. Warum ist hier Redstone? Interessant, okay. Dann mache ich das einfach mal. Aber das ist natürlich ärgerlich, wenn da hier so wenig Platz ist, ne? Aber ich kann die Kiste eigentlich nach drüben verpacken hier. Das ist ja kein Problem. Machen wir das mal so. Wenn wir die Kiste einfach hier hin tun. Wo ist der Bass? Da liegt er. Leck. Was passiert? Wie, Minecraft schützt jetzt ab. Nein, warum? Wieso? Warum? Oh, es geht. Oh, tu mir das nicht an, Skytech, please. Nein, falsch. Das muss hier unten dran. So, und da jetzt in die Kiste hin. Komm, zack. Und da, obwohl ich kann mir die Kiste eigentlich sparen, fällt mir gerade auf. Ich kann da nämlich einfach einen Cyclic Assembler direkt hinmachen. Oben muss ein Input sein, ist es, sehr gut. Dann muss ich hier jetzt das Cobblestone einstellen. Oh Gott, der muss noch mit Energie versorgt werden. Machen wir das hier mal alles weg. Dann brauchen wir jetzt hier einen Dynamo. Der kommt mal dahin einfach. Und dann brauche ich Fluidukte. Habe ich da noch welche mit? Da auf jeden Fall nicht. Und hier auch nicht. Okay. Das heißt, ich hole mir ganz kurz Fluidukte. Fluidukte. Nehmen wir mit einfach mal alle. So. Ich frage mich, ob Klängern seine Folge extra kürzer gemacht hat, damit ich ihn nicht töten kann. Weil das war bei ihm jetzt halt nur eine 15-Minuten-Folge. So. Das ist gepowert, okay. Jetzt muss ich das nur noch richtig einstellen. Und zwar muss das hier jetzt mal wieder von Round Robin weg. Weil Round Robin ist hier jetzt falsch, das brauchen wir nicht mehr. Sondern das brauchen wir hier drüben. Habe ich kein Item-Dukte mit? Nein, habe ich nicht.
Hätte ich direkt auch mitnehmen können. Natürlich jetzt nicht so klug, aber... Ja, macht man nicht so. Wir haben keine Itemdukte mehr. Okay, dann muss ich mal eben welche machen. So, Itemdukt. Ach, haben wir. Machen wir solche. So. Wir haben so viel Iridium. Ich kann eigentlich jedem aus unserem Team jetzt Quantum-Sachen craften. Das ist krass. So. Das kommt dann dahin. Das geht hier aber raus. Und unten muss jetzt nur noch ein Output sein. So. Und da muss ich das jetzt auf Round Robin stellen. Jetzt sollte hier alles versorgt werden. Na? Gibst du den anderen auch was ab? Ja, gibst du. Es dauert nur ein bisschen, bis das drüben ankommt überall. Es geht hier eh alles. Relativ fix. Und so haben wir oben dann noch hier meinen Kobbel übrig. Die Scrapboxen sind halt so einfacher als wir. Machen wir mal ein bisschen Poker. Stick. Pumpkin. Aha. Bronze Dust. Yay. Und eine Phil Tinken. Diese Cans kann man mit dem Quantum Helm essen. Weiß ich, was wer gefragt hat. Ja, ich muss mal schauen, was man alles noch für Patterns machen kann. Vielleicht können wir dann was Besseres herstellen als das hier. Denn ich habe immer noch vor, dass ich mir ein HV Solar Array craften werde. Weil es einfach viel praktischer ist von der Energie her. Das geht auf jeden Fall jetzt viel schneller. Fühlen sich da die Scrapboxen jetzt auch auf? Also schneller? Weiß gar nicht. Sollten sie eigentlich. Aber das ist halt erstmal viel rausgegangen. Weil das die ganze Zeit weiterarbeitet auch noch. Ich weiß nicht, ob das so reicht mit dem Output von den Itemdukten. Also ob wirklich alles schnell genug. Schau mal, es ist hier. Zum Beispiel, das ist jetzt gerade nicht voll. Das geht irgendwie, ich weiß nicht, ob das so schnell geht. Geht das mit dem Server schneller? Stack Size 64. Sollte das eigentlich klappen? Ich glaube nicht, dass man den eigentlich braucht, aber ja. Wird schon hinhauen so. Das wird auf jeden Fall mehr, also ja, wird es. Gut. Dann kann ich jetzt mal nach oben gehen. Jetzt mit dem E-System. Ich höre jetzt mal den ganzen Blödsinn da rein. Ich weiß, dass das Speicherplatz verbraucht. Unmengen an Speicherplatz, aber mir egal. So. Wir haben so viel Iridium, Alter. Wir haben einfach 31 Iridium. Krass. Viele haben auch geschrieben, ich soll mir einen... Statt dem HV Solar Array. Das bin ich auch am überlegen, ob ich das mache. Eine Iridium-Rotor mit einer Windmill machen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, finde ich. Sehe ich auch ein. Da gibt ja sehr viel Sinn. Deswegen... werde ich das, glaube ich, machen. Dafür brauche ich halt eine Windmill. Die Extreme Voltage Windmill, genau. Die ist halt auch dementsprechend teuer. Brauche ich das hier, brauche ich das hier, brauche ich das hier, brauche ich das hier. Und dann sind wir im Endeffekt bei der normalen Windmill, die halt 4 Eisen und einen Generator kostet. Und von denen brauche ich 256, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf raus. Auf jeden Fall habe ich halt vor, das zu machen. Und wieso ist mein Aufnahmeprogramm eigentlich nicht auf? Oh, die Folge ist schon eh ziemlich am Ende. Wir haben eigentlich nicht so viel gemacht, diese Folge, aber die werden wieder produktiv und ich muss es gerade vorproduzieren, das ist ein bisschen stressig, also tut mir leid, wenn die Folgen jetzt nicht gerade die besten und unterhaltsamsten sind. Es wird auf jeden Fall eine lange Folge geben, weil ich halt nicht zum Streamen komme momentan, in der ich mein Haus bauen werde. Ja, da könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr sehen wollt, ob ich das mit Speedup und Musik mache oder ob ich da dazu die ganze Zeit reden soll. Mit meinem Mund halt ein bisschen trocken, aber ja, egal. Werde ich schon irgendwie hinkriegen, denke ich. Also schreibt einfach, wie ihr das haben wollt. Und ansonsten würde ich sagen... wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.